Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zelda Twilight Princess. Ach, da unten sind schon unsere Freunde. Komm. So. Komm, hau einfach das Ding da vorne und ignoriere die Deppen. So. Einfach ignorieren. Das ist eine Lebensweisheit von mir. Einfach die Deppen in sein Leben ignorieren. So. Ich denke, das wird ein Schlüssel vielleicht sein hier. Okay. Bringen wir die mal kurz zum Schaukel. Und rüber. Komm, darf ich jetzt den ganzen Weg nochmal gehen? Ach, Spiel. Ich weiß, war mein eigener Schmerz. Boah, lass mich in Ruhe. So. Gegner bezwungen. Weiter geht's. Ich finde schön, dass dieses Ding eine sehr hohe zerstörerische Macht hat. Aber irgendwie dieser Tempel ist mit keinem einzigen Zelda-Tempel jemals vergleichbar. Also, ich habe jetzt nicht alle Zeldas ja gespielt. Also, mir fehlen ja so ungefähr 3-4 Stück. Aber die, wo ich gespielt habe, keiner fällt mir da gerade ein, der wo hier annähernd hinkommt. Also, eine Villa irgendwie. Also natürlich, der Waldtempel war auch irgendwie ein Haus in Ocarina of Time. Aber das war ja auch anders. War so, dass ich sagen würde, ich bin eigentlich in einem normalen Haus und so. Und das sind halt der Gegner. Also ich finde es cool, weil es einfach was anderes... Nein, die Deppen sind wieder da. Nein, ich will nicht. Vor allem, ich brauche nicht mal da runtergehen und ich werde schon wieder abgestochen. So. Komm, wirf den Kugel. So. Diesmal schaffen wir es. Hab mal, dass der kann mich wahrscheinlich auch noch weghauen. Nicht, dass ich aus Versehen mal an der Wand hängen bleibe. Das wäre blöd. So. Ach komm, Link. Sei nicht so blödelhaft heute. So, und über. So, einmal hier. Da sollte jetzt ein Schlüssel, glaube ich, drin sein. Ja. Jetzt einen kleinen Schlüssel. Öffnet Türen. Natürlich nur hier. Ja. I know. Ja, dann gehen wir mal schnell rüber. Und dann kommen wir wieder weiter. Da haben wir alles weggeräumt, das finde ich schön. Da kann man die mal öffnen. Das muss langsam kommen wir, glaube ich, zum Ende des Tempels. So viele Räume gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ich mag euch nicht. Ernsthaft?
Könntet ihr mich nicht gleichzeitig einfrieren? Das finde ich sehr uncool. Ich gehe mal irgendwie da auf die Seite. Ja, natürlich triffst du mich von der Entfernung, was auch sonst. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Nein, nicht so nah an das Viecher. Ernsthaft? So, jetzt aber komm, hau das Ding vor. Kleinen unschuldigen Dinger hier. So. Jetzt aber. Oh, ich habe einfach das Ding verschoben. Ich habe jetzt diese Abkürzung da freigelegt. Diesen Turm. Hm, da können wir auch, glaube ich, gleich runtergehen und uns einen neuen Saft holen. Ernsthaft? Aber ja, wir gehen mal kurz runter, dann holen uns einen neuen Saft. Müssen wir zurückkommen, genau. Ja, dann füllen wir mal kurz unsere Herzchen auf. Haben wir nämlich bitte nötig. Ich finde den Tempel, der hat auf jeden Fall einige Rätsel und Schwierigkeiten. Also ich würde schon mal sagen, dass der nicht allzu einfach ist. Ich muss mal googeln, welcher der schwerste Tempel in Twilight Princess ist. Das wäre echt interessant zu wissen. Nein, ich möchte nichts mit dir zu tun haben, Midna. Du hilfst mir nichts. Seitdem möchte ich nichts mehr mit dir zu tun haben. So. Einmal Luxus besaufen. Nochmal Luxus berühren. Ja, sie riecht lecker nach Käse. Was ohne. Wir haben echt viele Items. Also wirklich, also Twilight Princess, ich glaube, es ist auch so, dass es das Spiel mit den meisten Items ist und man sieht es halt auch. Gut. Wollen wir mal nach oben. Ich habe Angst übrigens schon wieder von Endgegner. Weil die Endgegner irgendwie in den Spielen nicht so easy sind. Also. Es gab so ein paar, die waren okay, und jetzt gibt es halt viele, die anstrengend sind. So, geradeaus waren wir hoch. Dann sind wir jetzt eigentlich in den Gang vorm Endgegner. Okay, da ist eine Kanone, aber wir haben keine Kugel. Weil das so weg ist, das ist nicht. Ah, gut, dass wir es weggemacht haben, weil das werden wir nicht brauchen. Denke ich, wenn ich mir das anschaue. Ja, und jetzt? Da drüben kann ich springen. Dann tun wir das doch mal. Ja, cool, das heißt, ich muss das Ding da jetzt ausschalten, oder was? Warten wir mal, dass es aufhört. Das dauert ja ein bisschen. Aber ich hoffe, dass er irgendwann wieder aufhört. Komm. Ich fall runter, wenn ich da reingehe. Wie lange denkt ihr, dauert das? Warte mal. Die Alte will mir helfen. Mist, was ist das für ein lästiger Kerl? Man müsste was gegen ihn unternehmen, aber von hier aus erreicht man ihn nicht. Von hier aus erreicht man ihn nicht, ja. Was soll ich machen? Wie soll ich meine Kanonenkugel hochkriegen? Okay, da kann ich schon mal eine Abkürzung freilegen. So, jetzt ist das schon mal frei. Aber das nutzt mir, glaube ich, auch recht wenig. In der Mitte ist einfach ein Smiley. Seht ihr das? Okay.
da reinlegen. So, ich klaue mir mal die Kugel. Dann legen wir mal den Schalter um. Weil ich kann ja meine Kugel nicht einfach mit durch die Tür nehmen. Deswegen muss ich ja hier immer diese Systeme machen. So, dann können wir das gleich wieder umstellen. So, wir haben eine neue Kugel. Tragen wir dann einmal schön hoch. Müssen wir jetzt nur schauen, wie wir die am besten durchkriegen. Weil durch die Türen geht er nicht. Okay. Das ist eine Kanone. Also die einzige Richtung, die Sinn macht, ist ja... Die würde Sinn machen, aber da sehe ich nichts in die Richtung. Aktuell würde sie nach da schießen, nach oben. Probieren wir einfach mal. Die anderen Richtungen machen noch weniger Sinn. Deswegen. Let's try. Okay, da geht's nirgends hin. Ich kann es auch in die Richtung schießen, wo ich gesagt hatte, dass ich es hinschießen würde. Das würde halt am meisten Sinn ergeben. Nee, das wollte ich jetzt nicht. War schön zu wissen, dass ich den über die halbe Map schleudern kann. Ja, das ist richtig. Dann einmal nach oben. Nehme ich dann mal die Kugel wieder. Also hier gibt es schon einige Rätsel, wo ich mir denke, so, die sind ja gar nicht so easy. So, dann laden wir das Ding, dann richten wir es aus und dann zerstören wir vermutlich das Ding da hinten, weil es hier nichts anderes zum Zerstören gibt. Ich muss hinten rein, nicht vorne. So. So. Jetzt heizen wir den mal ein bisschen ein, den Arschlochter. So. Auf geht's. Ich muss da runter. Ich dachte mir gerade so, scheiße, ich kann da nicht runterspringen und ach ja, doch, muss ich ja. Dann einmal nach oben. Ach Leute, nicht schon wieder. Ich kann euch halt echt nicht leiden und es wird nicht besser. So, dann holen wir jetzt halt hier hoffentlich endlich mal... Erwarte schrecklich, hier hinten ist auf jeden Fall mein Masterschlüssel, denke ich. Sind wir eine Kirche? Solche Vollidioten. Au. Und sie nehmen schon mit. Hau das Ding dagegen. Ja, das war so klar, dass da nochmal was kommt. Oh, wie viel sind denn das noch?
habe die Kirchenbänke weggeschleudert. Es tut mir natürlich leid, aber ja. Ich randere die ein bisschen. Aber ich helfe denen ja und zerstöre nicht einfach nur ihre Kirche. Ein bisschen Platz geschaffen, so muss man es sehen. Gut. Dann würde ich aber sagen, bevor wir das aufmachen, sehen wir uns dann das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei Zelda Twilight Princess mit dem Master Schlüssel. Bis dahin.